Herzlich willkommen zu den Zendex-Einblicken. Heute möchten wir über die Turbulenzen der letzten Tage sprechen. Patrick, wie bewertest du diese? Ja, es war ja einiges schon in den letzten Wochen absehbar, dass da Ungemach droht. Es gab verschiedenste Kriterien, wo man sagen muss, hier der heiße Sommer sollte sich eigentlich einstellen und er ist pünktlich gekommen, muss man sagen, mit der Saisonalität, die gewechselt hat, sind jetzt wirklich die volatilen Phase an den Märkten angebrochen. Hast du jetzt in diesen volatilen Tagen besonders viele Transaktionen gemacht? Ja, wir waren sehr gut vorbereitet. Gerade im Juli haben wir begonnen, den einen oder anderen Absicherungshaken einzuklopfen. Das heißt, wir haben Put-Optionen gekauft auf unterschiedlichste Märkte, DAX, Eurostoxx, S&P, und haben damit versucht, zumindest mal einen ersten Puffer reinzubringen, haben aber dann auch verschiedene Märkte, beispielsweise in Asien, den Nikkei und auch China, komplett abgebaut, um dann im Endeffekt dann ein ausgewogenes Portfolio zu haben, wenn es dann rund geht, wenn die Märkte dann beginnen zu korrigieren. Was jetzt der Fall war und beispielsweise der herbe Abschlag beim Nikkei im japanischen Aktienmarkt, sind wir komplett verschont geblieben. Ne? Das war also schon im Endeffekt Sinn und Zweck, das frühzeitig zu tun, und dementsprechend ziehen uns jetzt auch Optionen zu, in dem Fall, dass die Kurse steigen, das Rutschen anfangen. Wie verhalten sich jetzt in diesen Tagen dann die Portfolios, die du verwaltest? Wir weisen eine wirklich tolle Stabilität auf. Wir haben teilweise sogar zulegen können, während die Aktienmärkte eingebrochen sind. Das liegt daran, dass der Portfolio-Mix passt. Wir haben die Duration ausgebaut, wir haben Edelmetalle im Bestand und gleichzeitig das Aktienrisiko deutlich reduziert. Also es passt halt in die Welt solcher volatilen Märkte, und da konnten wir uns dann ganz gut abheben. Sehr schön. Das Wichtigste aber für unsere Zuhörer ist ja bestimmt, was erwarten wir für die Zukunft? Was sagen unsere Modelle? Wie siehst du den Markt? Ja, wir haben sehr eindrucksvolle Daten am Wochenende gehabt. Das Markante über die letzten 2-3 Wochen war ja das gedrückte Sentiment, das sehr stark in die Knie gegangen ist. Die Anleger haben Angst. Das ist aber nur die eine Hälfte der Wahrheit, weil wenn so schnell sich das Sentiment nach unten bewegt, sprechen wir meist von einem Sentiment-Impuls, immer dann, wenn quasi noch parallel das Vertrauen absinkt. Und jetzt am Wochenende kam noch was Entscheidendes dazu, die Makroschienen. Wir haben den Zenix Konjunkturindex für August veröffentlicht, und da sieht man sehr deutlich, dass es eigentlich global abreißt. Also sämtliche Wirtschaftsregionen, nicht nur Deutschland und nicht nur Euroland, wo zuletzt schwächlich waren, sondern hinzu kamen jetzt quasi die USA und auch Japan und auch China hinterher. Also alle Regionen weltweit sind im Sinkflug, und das haben die Aktienmärkte eigentlich noch gar nicht so richtig eingepreist. Beziehungsweise wird dieser Kursrutsch im Moment nicht so sehr damit in Verbindung gebracht. Ja, das ist schon eigentlich das Besondere an der aktuellen Bewegung. Wenn ich mir noch die Kommentare so durchlese, und dann fällt mir auf, dass viele Kommentare derzeit einfach sagen, oh, es ist jetzt ein bisschen zurückgekommen, das war ja Zeit gewesen, dass es fällt, aber jetzt ist ein guter Kaufzeitpunkt. Was meinst du dazu? Ist es jetzt ein guter Kaufzeitpunkt? Also wir halten definitiv die Füße still, und das liegt daran, diese Kommentare, die man da liest, spiegeln sich im strategischen Bias wider. Insbesondere in den USA sieht man, dass der sich kaum bewegt, aber die Konjunkturerwartungen quasi sich im Sinkflug befinden. Das heißt, da geht eine Schere auf. Und diese Schere wird in der Regel geschlossen. Es entsteht eine kognitive Dissonanz, ein Unwohlsein, dass man sagt, eigentlich sehe ich die Verschlechterung, glaub aber noch an die Aktien. Jeder Rückschlag ist ein Kauf. Aber das dürfte nicht das Bombardemittel in dieser aktuellen Phase sein. Ja, Patrick, vielen Dank. Was dürfen Sie als Zuhörer mitnehmen? Es wird vermutlich noch einige Zeit turbulent bleiben. Achten Sie auf eine gute Diversifikation Ihrer Anlagen, denn das kann Ihnen jetzt in der aktuellen Phase ganz besonders helfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.